Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um zwei PvP-Toys, die wir aus der Schlacht hier um Nasjatar erhalten können. Und zwar brauchen wir für diese ein paar Marken. Und diese Marken heißen Schlachtbelobigungen von Nasjatar. Jetzt muss ich mal gucken, was ich noch rumflacken habe. Schlachtbelobigungen von Nasjatar, genau, da haben wir sie. Und zwar sind wir jetzt einmal hier im Allianzlager, selbiges gibt es aber auch im Hornlager. Und da haben wir einen Händler, der uns die PvP-Belohnungen verkauft. Und wir haben einmal hier das Kriegsbanner der Allianz und Kriegsstandarte der Allianz. Selbiges gibt es auch nochmal von der Horde. Wir werden auch gleich sehen, wenn man sich die Allianz-Version kauft, ob man dann die Horde-Version kriegt oder nicht. Habe ich auch noch nicht geguckt, werden wir jetzt gleich gucken. So, wir brauchen insgesamt hier 30 und hier 10, also insgesamt 40 Stück, dass man uns die beiden Toys kaufen kann. Es gibt auch noch ein Pet, das könnt ihr übrigens auch im Auktionshaus verkaufen, soweit ich das gesehen habe. Und was es dann noch zusätzlich gibt, ist ein Mount, das ich ja aber schon mal in einem extra Video behandelt habe. Wir kaufen uns jetzt hier mal beide Toys und reden mal darüber, wo man die Schlachtbelobung herkriegt. Und zwar haben wir es so, dass es in Nasjatar alle 3 Stunden eine Schlacht gab, beziehungsweise noch gibt. Und wenn man gewinnt, kriegt man ja 5 Marken und wenn man verliert 2 Marken. Eine Zeit lang hat man irgendwie immer das Doppelte gekriegt mit 10 und 4. Woran genau das getriggert ist, bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Wenn dann war es, hat Blizzard es einfach doppelt oder es war ein Bug. Andere meinen, wenn man zu 0 oder wenn man dann quasi mit 4 Türmen oder 5 Türme sind es, glaube ich, gewinnt, kriegt man das Doppelte. Da wird das aber nicht erklären, warum man bei dem Lose dann auch manchmal 4 gekriegt hat anstatt 2. Es ist ein bisschen komisch. Jetzt hat Blizzard die Schlacht auch ein wenig gefixt. Und zwar ist es nicht jetzt immer da, sondern nur, wenn anscheinend die Kräfte ausgeglichen sind. Heißt, für die meisten Serververknüpfungen ist es jetzt so, dass die Schlacht einfach gar nicht mehr stattfindet, was ich eine sehr schlechte Lösung finde. Und man jetzt quasi so lange hoppen muss, dass man einen Ream findet, wo die Schlacht noch stattfindet. Bei der Uhrzeit ist alles genauso geblieben, also sprich alle 3 Stunden. Bloß halt, wie gesagt, muss etwa das Kräfteverhältnis ähnlich sein, dass eine Schlacht durchgeführt wird. Also wenn ihr die Belobungsabzeichen jetzt hier neu spielen wollt, müsst ihr halt ein bisschen im Tool nach Battle of hier Nasjatar suchen. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch noch eine Gruppe finden, wo ihr reinjoinen könnt, wenn es auf eurem Server nicht mehr stattfindet, weil da vielleicht nur Allianzler spielen oder fast nur Hordler. Dementsprechend ein bisschen schade, dass Blizzard das jetzt mit dem Balance nicht so hundertprozentig hingekriegt hat. Nichtsdestotrotz wollen wir uns die 2 Toys angucken. Jetzt schauen wir mal, wir schauen uns mal alle an, die mir noch fehlen. Also es sind jetzt hier auf der 2. Seite noch. Und wenn wir die jetzt lernen, gucken wir mal, ob die Hordendinger auch verschwinden. Ah ja, ich kriegte das Horden-Pandor auch dazu. Quasi sind es nicht 2 Toys, sondern es sind insgesamt dann sogar 4 Toys. Und ich würde sagen, wir schauen uns die jetzt mal an. Und zwar kann ich euch jetzt hier an der Stelle jetzt nur die Allianz-Version zeigen. Allianz. Und da haben wir sie. Das sind die beiden neuen. Trägt ein Kriegsbanner der Allianz, kann nur während des Reiten benutzt werden. Okay, ich habe es jetzt mal ohne Reiten benutzt. Und jetzt sitzen wir mal auf dem Mount auf. Okay, ich habe... Das sieht sogar relativ cool aus, muss ich sagen. Ich bin ja meistens von so Toys enttäuscht. Aber das sieht echt cool aus. Okay, nee, das hat definitiv was. Warte mal, wenn ich jetzt das auf dem Dingsgaul hier benutze. Okay, das ist Okani, jetzt hau mal ab hier. So, okay, das ist vielleicht ein bisschen viel Flaggen. Hinten eine Flagge, da eine Flagge. Nee, das sieht cool aus. Wenn ich jetzt aber nicht auf dem Mount bin, geht das irgendwie trotzdem. Also ich habe die... Warte mal, wenn ich jetzt in Bären gehe. Okay, dann buggt es total rum. Schau mal, ich habe das da irgendwie so in der Hand. Die Flagge hier in den Boden rein. Was sagt die Katze dazu? Okay, das macht es auch nicht besser. Fluggestalt. Ach, schön. Die Eule hat es durch den Schnabel gebohrt. Okay, was haben wir noch so? Eule. Okay. Baum. Ja gut, und was haben wir, was ist das noch? Reisegestalt. Im Mund haben wir die Flagge. Okay, also gehen tut das. Es sieht aber bei den Druid-Gestalten sehr, sehr strange aus. Und das andere, was wir haben, Kriegsstandarte der Allianz. Nimmt eine Kriegsstandarte der Allianz auf, verringert eure Bewegungsgeschwindigkeit etwas. Okay, also wir haben da eine Stand... Okay, jetzt habe ich noch eine Flagge. Also ich habe jetzt quasi eine Standarte und die Flagge, die eigentlich nur während dem Mountain gehen sollte. Okay, aber ganz ehrlich, jetzt denkt euch mal die andere Flagge weg. Das sieht schon relativ cool aus, so eine Standarte. Also bis jetzt hat man immer so gammelige Allianz-Dinger gehabt.
oder so gammelige Standarten, und das sieht tatsächlich relativ nice aus. Ich vermute mal, wenn wir jetzt aufmounten, dass das weg ist. Nee, okay, es ist auch noch da. Also ich habe jetzt irgendwie die eine Flagge und die andere. Also die kannst du irgendwie auch gleichzeitig anmachen. Hat aber eigentlich zusammen auch was, muss ich sagen. Also muss ich mal schauen, welche ich wegklick. Banner und Standarte. Warte, dann drücken wir mal das Banner weg. Also das ist die Standarte. Und anscheinend das Banner hat halt das gleiche, den gleichen Stab als Model. Nee, sehen beide ganz nice aus. Bin ich überrascht. Bis jetzt waren die ja immer eher nicht so gelungen. Für die Druid-Gestalten klappt das Ganze natürlich nicht so gut. Und es scheint auch hier eine Aura zu sein. Also ohne Zeitangabe. Und das kann man anscheinend auch durchgehen. Ne, 10 Sekunden ab. Aber 10 Sekunden ist in Ordnung. Ja, ich muss sagen, die bringen zwar jetzt einem nichts Großartiges, aber die sehen mal ganz cool aus. Im Gegensatz zu vielen anderen Toys, die doch eher ein bisschen gammelig waren. Gut, bei den Druid-Gestalten müssen wir noch ein bisschen dran üben. Und was ich auch gut finde, dass man die Allianz- und Horden-Variante beide bekommt und dann nicht nochmal bei der Horde sich die Aura spielen muss. Ich bin ja immer jemand, der zwar beide Fraktionen spielt, aber doppelte Arbeit für eigentlich dasselbe lehne ich immer ab. Bin ja auch ein bisschen faul. Gut, das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.